Liebeslupe. Wow, du bist definitiv der wahre Partner in Crime. Du bist so stark, so selbstbewusst. Du weißt genau, was du willst. Na, ideal wärst du schon ein Seiner an ihrer Seite. Man weiß, dass man mit dir einiges erreichen kann, weil du weißt, was du willst. Du bist sehr beschützend und du gehst deinen Weg. Du bist sehr erfolgreich in dem, was du tust. Und wenn du etwas beginnst, dann ziehst du es durch. Du bist wahrhaftig eine Königin. Du bist wahrhaftig ein König. Aber, 10 der Stäbe, kommt man denn mit all dieser Power überhaupt zurecht? Na, ideal wär's schon. Einiges könnte man erreichen, weil du so stark bist. Man weiß, dass du ihn oder sie auffangen kannst, wenn man sich schwach fühlt. Bei dir kann man sich fallen lassen. Aber kommt man denn mit so viel Kraft auf Dauer auch zurecht? Kann das vielleicht manchmal auch etwas explosiv sein? Oder etwas zu viel, too much? Na, wie gesagt, ideal bist du schon. Und einige von euch könnten finanziell auch stabil sein. Bei wieder anderen ist es gut möglich, dass man dich als Person unglaublich findet. Aber falls du finanziell instabil bist, dann ist das etwas, was ihn oder sie zurückschreckt. Man könnte das Gefühl haben, überfordert zu sein, wenn man sich auch noch um deine finanziellen Belange kümmern müsste. Er oder sie ist vielleicht nicht ganz so finanziell stabil, wie es den Anschein hat. Und man ist selbst auch ein starker und beschützender Partner, starke, beschützende Partnerin. Was soll man tun? Naja, wie gesagt, als Person bist du schon ideal. Ihr wärt das ideale Paar. Aber wie geht man mit dem Thema Finanzen um? Verdienst du vielleicht zu viel? Oder mehr als er oder sie? Verdienst du vielleicht zu wenig? Oder verdient ihr beide gleich? Hier stellt man sich die Frage. Also falls er oder sie deine finanzielle Lage nicht gut genug kennt, dann ist man heute damit beschäftigt. Wie wäre denn die finanzielle Zukunft mit dir? Kann man sich auf dich verlassen? Kannst du dich auf dich selbst oder kannst du dich um dich selbst kümmern? Oder muss man hier eingreifen? Bei einigen ist es sogar möglich, dass du besser oder mehr verdienst. Kommst du damit zurecht, dass er oder sie nicht auf Augenhöhe mit dir ist, auf finanzieller Ebene? Also Finanzen spielen heute eine große Rolle. Aber als Person, die du bist, wie du bist, wärst du optimal.